Auch von mir nochmal ein Hallo und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir hier ein wenig über Cyprus zu schauen. Ja, im Endeffekt ist das der Talk, wie ihr unten in der Ecke seht, den ich auf der Symphony World gehalten habe. Aber ich habe für das Meetup hier jetzt nochmal ein neues Beispiel mitgebracht, damit wir uns da ein wenig austoben können. Ja, im Endeffekt möchte ich euch meine Reise mitteilen, die ich gemacht habe, um End-to-End-Testing weniger schmerzhaft für mich zu gestalten und wie diese ganze Reise zu einem guten Ende kam, sodass ihr hoffentlich den Eindruck bekommt, dass es vielleicht nicht ganz so gruselig ist, sich mit End-to-End-Tests auseinanderzusetzen und dass die Sorgen, die damit verbunden sind, vielleicht nicht mehr ganz so groß sind. Und natürlich im Endeffekt, wie ihr Cypress auch in Symphony-Projekten verwenden könnt. Jo. Wenn ich mich mit anderen Wörtern vorstellen kann. Ich bin Ramona und willkommen zu der ersten Episode auf Mo Present von Bistep. Das war ein kleines Bildchen, was beim SCD von mir gebastelt worden ist und ich glaube, es beschreibt mich relativ gut. Ich bin in der Qualitätssicherung von Shopware seit ein bisschen mehr als 5 Jahre jetzt, also ich glaube bald 5,5 Jahre und bin sehr begeistert von der Testautomatisierung, vor allem im End-to-End-Bereich, weil ich da merke, dass ich den Testern bei uns im Team direkt helfen kann. Denn sie müssen sich dann nicht mehr auf diese drögen Checklisten konzentrieren, sondern können explorativ testen und ihre Kreativität und ihre Kenntnisse auch wirklich nutzen und nicht einfach irgendwelche Häkchen setzen und ja, Arbeit, die eigentlich nicht unbedingt von den Menschen gemacht werden muss. Jetzt habe ich sehr, sehr häufig das Wort Test benutzt und ich glaube, ich brauche euch auch noch nicht mehr zu erklären, was Tests eigentlich sind. Ihr wisst wahrscheinlich auch genauso wie ich, dass man für jede Änderung, jede größere Änderung, die man entwickelt, auch ein Test geschrieben werden sollte. Denn ein Test garantiert, dass euer geschriebener Code so funktioniert, so arbeitet, wie ihr euch das vorstellt, sollten die Tests durchlaufen. Und dazu wird garantiert, dass Leute, also Third-Party-Developers und so weiter, euren Code und auch die komplette Funktionalität eurer Anwendung nicht zerstören, wenn sie ihre Sachen matchen lassen und so weiter. Und somit, wenn ihr viele Tests habt, ergibt es eine große Coverage. Und mit einer großen Test-Coverage kann man sehr selbstbewusst darin sein, stabile Software zu deployen, ohne noch mehr an manuellem Testing nötig zu machen und damit die Tester oder man selbst, wenn man keine Testabteilung hat, groß zu belasten. Mein Lieblingsthema und das Thema dieses Talks sind End-to-End-Tests. Aber was sind End-to-End-Tests überhaupt? Wenn ich das meinen Kollegen ein wenig beibringe oder näher bringe, was das sind, benutze ich gerne den Satz, den Term Workflow-Based Testing. Das heißt, man klammert sich ein wenig an den Workflow, den ein Kunde an der Software quasi benutzt. Man testet seine Anwendung workflow-basiert quasi vom Anfang zum Ende. Also wie ein Systemtest, wie man in der Theorie der Qualitätssicherung quasi sagt. Und genau das heißt auch, dass ein Computer einen echten Nutzer irgendwo simuliert, also wie ein Roboter arbeitet. Und das ist wichtig im Kopf zu behalten. Dass der Computer einen echten Menschen simuliert, hat natürlich auch einige, ja, Probleme würde ich es nicht nennen, aber kann natürlich ein paar Sorgen vorausbringen, die auch zum Teil auf jeden Fall berechtigt sind. Zum einen, dass die End-to-End-Tests sehr langsam sind, dass sie die Pipeline langsamer machen und so weiter. Und natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass Klicks nun mal länger dauern als das Testen einer Klasse. Vor allem, wenn man in Continuous Integration arbeitet und versucht, sehr schnell zu releasen, ist es natürlich nicht immer so schön, warten zu müssen. Eine weitere Sorge, die ich auch sehr gut verstehen kann, ist die schlechte Wartbarkeit eines Tests. Es ist manchmal sehr schwierig, End-to-End-Tests zu debuggen, wenn man nicht weiß, was in dem Test genau passiert, da man nur Logs hat, auf die man sich berufen kann und in dem Sinne vielleicht im besten Fall noch ein paar Screenshots hat, aber keine Ahnung, wie dieser Fehler in dem Screenshot zustande gekommen ist oder was vorher passiert ist. Und last but not least, mein Lieblingsproblem, was vielleicht jeder einmal auch im Unit-Bereich einmal gesehen hat, Flakiness, also Flaky-Tests. Da man natürlich den kompletten Anwendungsstack, Application-Stack vorhanden hat, um eine Oberfläche zu haben, damit ein Computer mit eurer Anwendung überhaupt arbeiten kann, ist auch mehr, ja, Möglichkeit dabei, dass sich ein Fehler einschleicht oder dass irgendwelche Race Conditions greifen und so weiter. Und somit kann natürlich ein Test instabil wirken.
Ein flaky Test bedeutet, dass ein Test manchmal durchläuft, manchmal failt, aber in der Mitte, also es ändert sich eigentlich nichts zwischen diesen beiden Durchläufen, da ist keine Änderung passiert. Und dadurch, dass ihr nicht wisst, ob dieser Test wirklich valide durchläuft oder valide failt, könnt ihr euren Test nicht mehr vertrauen. Man vergleicht das gerne mit einem Heisenberg, also dieser Heisenberg-Theorie, dass ein Fehler nur dann vorkommt oder eine Abweichung nur dann vorkommt, wenn man nicht hinschaut, was es natürlich auch noch schwerer macht zu debuggen. Und ich habe tatsächlich auch schon sehr viele Stunden mit solchen Fehlern verbracht und sie haben mir teilweise echt den letzten Nerv geraubt, das muss ich zugeben. Von daher, die Sorge ist berechtigt, aber ihr braucht euch trotzdem nicht Sorgen zu machen, denn ich habe einen relativ guten Weg gefunden, diese Pain Points wegzubekommen oder zumindest abzumildern. Und das möchte ich mit euch gleich eben teilen. Also, dass End-to-End-Tests nicht so schmerzhaft sind, wie man vielleicht denken kann, auch wenn man jetzt diese drei Problemfelder gesehen und gehört hat. Ich möchte euch zeigen, wie man das Beste aus der langen Ausführzeit machen kann und wie man Wartungsprobleme und Flakiness reduzieren kann. Bevor ich das aber mache, möchte ich euch einmal kurz etwas zum Kontext sagen, in dem ich eigentlich täglich arbeite. Also arbeiten bei Shopware heißt für mich, dass ich an einem großen Symfony-Projekt arbeite. Und somit war es wichtig bei der Wahl eines Testing-Frameworks, dass die Kompatibilität zu Symfony auf jeden Fall gewährleistet ist. Und somit bin ich eigentlich angefangen mit Behead und Mink, also Selenium-weise vorgegangen, dann zu Nightwatch gegangen, also ein Switch zu JavaScript und Nightwatch mit erst Selenium und dann Redriver und danach, nach ein bisschen Probleme vor allem in der Umgebung und vor allem auch in Kompatibilität zu Redriver, zu Chrome, zu Nightwatch und so weiter, kann ich euch später vielleicht mal erzählen, habe ich nach einem neuen Framework gesucht und bin im Endeffekt bei Cypress geendet. Cypress ist ein All-in-One-Testing-Framework, wenn man das so sagen kann, das alles schon mitbringt, was ihr zum Testing braucht. Es basiert auf Node.js und entsprechend schreibt ihr die Tests auch in JavaScript. Ihr könnt auch ES6-Syntax benutzen, wenn ihr das möchtet, was ich sehr angenehm finde. Cypress bringt eine eigene UI mit, wo ihr eure Tests ausführen könnt. Ich nenne das gleich einfach die ganze Zeit den Testrunner. Und ein weiteres großes Plus ist für mich, dass Cypress weder Selenium noch WebDriver gebraucht. Die bringen ihre eigene Lösung mit, die auf dem Browser basiert und quasi im Browser läuft. Nicht so, wie es bei anderen Lösungen ist, dass es außerhalb des Browsers läuft und nur mit dem Browser, also mit der Anwendung im Browser kommuniziert. Und das bringt einige sehr, sehr große Vorteile mit. Schauen wir uns natürlich gemeinsam an. Ihr könnt nämlich in Cypress direkt von den bekannten DevTools und so weiter direkt in der Umgebung debuggen, die ihr kennt. Das heißt, ihr habt Zugriff auf die Konsole, auf den Network-Chat mit allen Requests, die ihr angucken könnt, bis hin zum Local Storage und den ganzen Einstellungen. Ihr könnt zum Beispiel auch Network und CPU-Usage toggeln, also dass ihr Last-Szenarien prüft und so weiter mit Cypress-Tests. Ihr habt sehr gut lesbare Fehler und Stack-Traces, die in einer schönen Art und Weise ausgegeben werden, was auch sehr hilfreich ist beim Debugging. Und wenn euch das nicht reicht, könnt ihr auch immer noch ein Video von dem Test aufzeichnen lassen, um euch den kompletten Weg eines Tests anzusehen. Das brauche ich aber tatsächlich nicht häufig, weil es gibt noch ein weiteres Feature, was ich sehr gerne mag. Cypress selbst nennen das Zeitreise, also Time Travel. Und im Endeffekt ist es das auch, weil Cypress macht von jedem Schritt, der in der App passiert, die getestet wird, einen Snapshot. Und auf dieses Snapshot könnt ihr immer wieder zurückgucken und zurückspringen. Somit könnt ihr jeden einzelnen Schritt eures Tests ansehen und debuggen, was extrem hübsch ist und mir auch schon echt ein bisschen gerettet hat. Das macht ihr einfach, wenn ihr in deren UI im Testrunner über die Log-Entries hovert. Das gucken wir uns gleich zusammen an. Eine weitere Geschichte, woher sehr viel Flakiness tatsächlich kommen kann, ist die Auswahl von Wartezeiten in Tests. Cypress bringt da einige gute Möglichkeiten mit, um da sehr effizient die Wartezeiten zu gestalten, sodass ihr nicht mehr warten müsst als möglich, also als notwendig ist. Und auch relativ stabil, dass ihr genau passgenau wartet, nicht zu lang und vor allem nicht zu kurz. Denn wenn ihr zum Beispiel darüber nachdenkt, viele benutzen gerne ein Sleep oder eine andere feste Millisekundenzahl für Warten, dass man zum Beispiel, dass die Seite geladen hat und so weiter. Und das kann im besten Fall dazu führen, dass ihr zu lange wartet und die Tests halt in dem Sinne künstlich langsam werden. Aber im schlimmsten Fall, wenn eure Software vielleicht unter Load gerät oder so, wartet ihr nicht lange genug und dann wird der Test ab und zu failen und dann habt ihr die Flakiness. In Cypress gehe ich meist
so vor, dass ich entweder passgenau auf Änderungen in der UI warte oder zum Beispiel auf das Ende von Animationen und so weiter oder sogar auf Responses. Und das schauen wir uns gleich einmal zusammen an, denn ich kann euch natürlich jetzt, was weiß ich, erzählen. Man sagt ja, picture or it doesn't happen. Und genauso gucken wir uns gleich genau zusammen an, wie man einen Test wirklich von Scratch schreibt und wie diese ganzen Features einem helfen können im Schreiben der Tests. Das Beispiel, was ich jetzt benutze, verwendet von Basecom die Lösung, um Shared Desk, also Sitzplätze im Büro zu buchen. Und im Endeffekt nehmen wir da jetzt einmal erstmal den Hauptworkflow, also lass uns einmal zusammen einen Platz buchen. So. So, ich würde jetzt mal erstmal ganz anfangen. Somit mache ich einmal ein kleines Verzeichnis, nennen wir das mal Example, in dem wir dann unser Projekt anfangen. Ich hoffe, ihr seht gerade meine Konsole. Ist das alles gut? Ja. Ja. Perfekto. Im Endeffekt, wenn ihr mit Cypress beginnen wollt, müsst ihr einfach nur Cypress installieren. Also ich mache das hier mit npm. Install Cypress, das reicht im Endeffekt. Aber ihr seid darauf nicht gezwungen. Also wenn ihr npm nicht mögt, könnt ihr auch auf Yarn zurückgreifen. Und wenn ihr Yarn nicht mögt, könnt ihr auch auf deren Website gehen und eine ZIP-File runterladen und auf der Basis arbeiten. Das müsste für Linux, für Mac und für Windows versuchen. Ich habe es tatsächlich auf Windows selbst noch nicht ausprobiert, aber Mac und Linux sind ziemlich cool. Und wenn ihr lieber mit Docker arbeiten wollt, haben sie auch vorgefertigte Images, die man sehr, sehr gut verwenden kann. Das machen wir zum Beispiel bei Shopware CI sehr häufig. Und ich auf Linux. Also wenn ich auf Linux arbeite, auf dem Mac arbeite ich normalerweise lokal. Ja, und wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr über das Binary in den Node-Modules im Fall von npm Cypress öffnen über den Command Open. Ich habe mir dafür aber meist in ZSH ein Alias geschrieben oder ein kleines npm-Skript. So, warten wir mal, bis sich die UI öffnet. Ich hoffe, das dauert jetzt gerade nicht zu lange. Ja, es ist auf dem anderen Fenster, das hole ich mal eben rüber. Hier. Cypress gibt euch schon mal ein paar Beispiele mit, wenn ihr damit anfangen wollt, um die Features ein wenig vorzustellen und so weiter. Aber das lassen wir erstmal liegen, denn ich habe uns schon ein bisschen was vorbereitet für heute, ein kleines Projekt. Okay, gehen wir mal rein und machen genau dasselbe nochmal. Dann sollten wir wieder in den Testrunner reinkommen. So, wir bräuchten jetzt irgendwie Jeopardy oder so. Ja, wie ihr seht, ich werde euch das einmal kurz verstecken und diesen Bereich hier, Integration Tests, das müssen wir uns ganz kurz merken. Ich werde jetzt mal wieder zurück in die IDE gehen. So, je nachdem, auf welchem PC ich arbeite, ist das jetzt hier gerade WebStorm oder PHPStorm. Das funktioniert aber auch und es gibt auch schon Plugins, die da ein bisschen helfen können. Aber habe ich gerade tatsächlich nicht installiert, um euch zu zeigen, wie viel schon out of the box funktioniert. Hier sind wir im Root-Verzeichnis, da geht es eigentlich quasi los. Man findet hier diese Cypress-JSON-Datei, wo man Konfigurationen hinterlegen kann, wie Timeouts, den Link zu der Anwendung, mit der man arbeitet und Environment-Variablen, alle möglichen Sachen. Package-JSON für NPM-Projekte natürlich und diese Cypress-Ordner, also der Hauptpunkt, wo die meiste Magic passieren wird. Schauen wir uns das mal zusammen an. Hier sind so drei Ordner, die man in vielen Cypress-Projekten finden kann. Ihr könnt es auch umkonfigurieren, wenn ihr das wollt, aber im Endeffekt passt das so eigentlich immer relativ gut. Dieser Fixtures-Ordner enthält JSON-Files, die feste Testdaten darstellen. Also wenn ihr wisst, okay, ich habe zum Beispiel einen Produktname oder so, der immer derselbe ist, könnt ihr das hier hinterlegen und sehr einfach in euren Tests aufrufen. Tut euch aber einen Gefallen und legt da wirklich nur Daten rein, wo ihr wirklich wisst, dass sie sich nicht ändern. Also mit IDs wäre ich da tatsächlich sehr vorsichtig, denn je nach Anwendung, die ihr gerade testet, könnten sich natürlich die IDs nach Installation oder je nach Build ändern und dann würden die Daten nicht mehr zutreffen und eure Tests fehlen. Der Integration-Ordner ist im Endeffekt dieser Bereich, den wir gerade gesehen haben, der Integration-Tests-Bereich, wo Cypress-Tests quasi hinterlegt werden. Also hier werden wir die meiste Zeit eigentlich arbeiten. Plugins ist relativ selbsterklärend. Das ist ein Ort, wo man Cypress-Plugins einbauen kann, also eigene Plugins oder Plugins aus ja, der kompletten GitHub-Welt, um damit Cypress-Funktionalität ein bisschen zu erweitern. Und der Support-Ordner ist
auch eine andere Art, Sideplits-Funktionalität zu erweitern. Hier könnt ihr eigene Commands, eigene Befehle hinterlegen. Das schauen wir uns gleich an, wenn wir die Zeit dafür haben. Alles klar. Nachdem wir jetzt eine erste kleine Orientierung haben, können wir eigentlich anfangen, einen Test anzulegen. Nennen wir ihn mal Spec.js. Diese Änderung .spec könnte manchmal drüber gestolpert sein, wenn man im Frontend-Bereich Testing, also Testing gemacht hat. Das ist nämlich eine Best Practice, wenn man mit Mocker-Tests arbeitet. Denn Cypress-Syntax ist auch auf Mocker basiert. Zum Beispiel bei Jest wird das auch benutzt. Also wenn man da schon ein bisschen unterwegs war, wird einem das vielleicht ein wenig bekannt vorkommen. Und entsprechend der Syntax, die Mocker immer mit sich trägt, fangen wir mit einer Describe-Methode an. Diese ist, wenn man so will, der Rahmen einer Testfile. Testfile kann man auch Testsuite nennen, denn eine Testfile kann mehrere Tests enthalten quasi. Diesen Rahmen, der ist dafür da, eine gute Struktur für die Files bereitzustellen, ist aber auch wichtig für Hooks, die wir uns nachher nochmal angucken. Wie nennen wir den Test hier im Endeffekt? Booking of Desks oder of Chat Desks oder sowas. Könnt ihr so benennen, wie ihr das möchtet. Dann benutze ich eine Error-Function als Callback und kann daran weiterarbeiten. Denn jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Test, den wir schreiben wollen. Das ist die It-Methode, wie Mocha for Keep. Wir vergeben wieder einen Titel, Should Book Free Desk. Wieder ein Callback. So, was wäre das Erste, was wir tun, wenn wir eine Website testen? Ich denke, das Aufrufen der Website natürlich. Deswegen wäre unser erster Schritt, das Command CI-Wizard zu benutzen. Ein Cypress-Command ist im Endeffekt alles, was Cypress tut, um mit eurer Seite zu interagieren und irgendetwas im Test zu tun. Also im Endeffekt alles, was Cypress tun kann. Benutze ich hier das Root-Verzeichnis, weil ich vorher in der Cypress.json unseren Link schon hinterlegt habe. Deswegen nicht wundern, da kann man ein wenig abkürzen, das ist immer ganz angenehm. So, schauen wir mal, wie es aussieht, wenn wir den Test durchführen. Ich hoffe, das ist von der Schriftart alles in Ordnung, sonst gerne was sagen, wenn die Auflösung nicht so ganz so gut passt. So, schauen wir mal, was passiert. Jetzt öffnet sich also der Chrome. Ihr könnt das aber auch mit Firefox machen, wenn ihr möchtet. Oder sogar mit Edge mittlerweile. Das geht auch. Nur Safari haben sie leider noch nicht. Jo, wir haben jetzt eine schöne Seite aufgerufen, haben einen wunderschönen ersten Test gemacht. Das sieht gut aus. Ja, das ist natürlich etwas unbefriedigend, wenn ich das sage, weil der Test macht natürlich noch nicht viel. Also lass uns mal weiterarbeiten. Wenn wir uns diesen Screen anschauen, werden wir relativ schnell merken, dass wir uns einloggen müssen, um mit der Software arbeiten zu können. Also lass uns einmal schauen, wie man sich in Cypress einloggen kann. Zunächst einmal müssen wir schauen, okay, wir müssen ja hier eine E-Mail-Adresse eingeben, ein Passwort eingeben und dann auf Login klicken. Ja, das heißt, wir brauchen Selektoren, um diese Elemente, mit denen wir arbeiten wollen, richtig finden zu können. Das kann man über die DevTools machen. Das mache ich auch teilweise gerne über die DevTools, also indem man hier auf Untersuchen geht und hier dann diesen Selektor benutzt und dann hier in den Elementen ein wenig schaut. Aber das geht teilweise auch noch einfacher. Also ich benutze diese DevTools-Methode, wenn mir die Selektoren, die Cypress uns geben kann, nicht gefallen. Ihr seht hier ein kleines Fadenkreuz, das heißt Selector Playground. Damit hilft uns Cypress, Selektoren zu finden. Und im Endeffekt könnt ihr hier über alle Elemente hovern und Cypress gibt euch einzigartige Selektoren, beziehungsweise hier seht ihr, ob es einzigartig ist. Wenn hier eine andere Zahl steht, ist es halt nicht einzigartig. Weil es ist leider sehr wichtig, dass wir da darauf achten, dass sie einzigartig sind, damit Cypress auch genau weiß, wo es hinklicken, hinschreiben soll und so weiter. So, das war Input Username, hier ist Input Password und hier ist Button Primary, also zwei IDs und einmal ein CSS-Selektor. So. Machen wir hier mal weiter. CY, dann benutzen wir den Command get. Der get-Command nimmt einen Selektor an
und gibt uns dann ein Element zurück, auf dem wir arbeiten können. Um dann was einzutippen, sagen wir Type. Und ich habe in der Cypress.json bereits Environment-Variablen hinterlegt, mit denen wir relativ schnell auf Passwort und Benutzername zugreifen können. Tatsächlich auch der Grund, warum ich gerade die Cypress.json nicht zeige. Aber wenn ihr die nachher sehen wollt, würde ich das vielleicht in Shopware machen oder so. So, User, müsste eigentlich CY-User sein, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Yep. Und Cypress.env, dann PWD für Passwort. Ach, ne, Quatsch, das muss ich erst später machen, da soll ja nur eine Sache eingeben. So, das nehme ich hier raus. Dafür nehme ich dann hier den User raus. Und dieses Input war ja Passwort. Das war relativ einfach zu merken, zum Glück. So. Dann zum Schluss, um uns wirklich einloggen zu können, wollen wir ja den Primary-Button klicken. Das heißt wieder CYGET. Also das GET werden wir noch sehr, sehr häufig sehen. BTM Primary. Und dann den Command-Click. Auch relativ selbsterklärend, da klickt Cypress einfach. Okay. Einmal speichern und dann schauen wir mal, was der Test jetzt macht. Jo, wir sind eingeloggt. Perfekt. Dann müssen wir jetzt überlegen, was wollen wir jetzt weitermachen? Wie kommen wir jetzt dazu, einen wirklichen Arbeitsplatz buchen zu können? Wir müssen hier die Testfirma auswählen, hier SSOK auswählen, dann einen Platz auswählen, der frei ist, also einen dieser grünen Punkte. Und dann hier bestätigen, dass wir heute Abend bestimmt nochmal ins Büro wollen. So. Und das machen wir mit Cypress. Ich führe es einmal nochmal genau durch, damit wir wieder am Anfang sind. Und benutze wieder diese schönen Selector Playgrounds. Hier, also es hat den CSS Selector, Selector PTN. Wenn wir hier dann draufklicken, können wir hier weitergehen. Aber da ist tatsächlich wieder ein Selektor, den ich vielleicht nicht unbedingt benutzen würde. Denn wenn jetzt jemand, der nicht unbedingt weiß, was in dem Test passiert, einfach nur den Quellcode liest, wird er nicht wissen, was dieser Selektor eigentlich soll, also was der darstellt. Deswegen würde ich hier entweder über die DevTools gehen oder eine kleine Abkürzung, die geht, wenn der Text hier einzigartig ist. Also da steht erstes okay, das merken wir uns einmal kurz und gehen wieder zurück in die IDE. Genau. Fangen erstmal mit dem Selektor für die Firma an, für die Firma, auf der wir es buchen wollen. So. Oh, habe ich das, glaube ich, nicht gehört. Zwar glaube ich, Selektor-BTN, glaube ich. Selektor-BTN. So. Klick. Und dann gibt es ein sehr interessantes Command zum Testen, ob ein String vorhanden ist. Das ist das CY-Contains. Dieses Contain kann eine ganze Menge machen. Zum einen kann es prüfen, ob ein String wirklich so vorhanden ist in einem Element, also im Endeffekt eine Insertion machen, oder auch wirklich benutzt werden, um Sachen zu lokalisieren. Und das mache ich jetzt. Erstes, okay. Eine Insertion in Cypress ist ähnlich wie eine Insertion auch in Unit-Tests, in PHP-Unit oder Test oder wie auch immer man das kennt. Wenn man etwas über eine Assertion prüft, wird der Test failen, wenn es nicht zutrifft. Und dadurch prüft Cypress in der Art und Weise, welchen Status die Seite gerade hat, die es testen soll. So, Contains und Click. Also es ist quasi ein Navigieren und eine Assertion in eins, wenn man so will. Also es ist aneinander gechained. Das bezieht sich also immer auf das, was davor war, auf deinen Get-Selector-Button. Ja, genau. Genau, die werden so aneinander gekettet. So, schauen wir mal, ob ich das hier richtig gemacht habe zusammen. Ja, das sieht gut aus. Wir sind direkt hier auf der Karte und können jetzt anfangen zu buchen. So wie ich mich vorbereitet habe, habe ich gesehen, dass hier tatsächlich nur ein Attributselektor irgendwo da ist, den wir benutzen können. Deswegen würde ich den jetzt einmal nehmen. Aber normalerweise würde ich jetzt versuchen, über die DevTools hier wirklich noch was anderes zu finden, wenn wir mal unter auf Untersuchung gehen. Irgendwas, was man einfacher lesen kann, wenn man den Test so zum ersten Mal sieht.
Tatsächlich bin ich jemand, der nicht gerne Pseudoselektoren arbeitet, weil sie auch flaky sein können und dadurch halt eine ja, Reihenfolgeabhängigkeit und so weiter auftaucht. Und deswegen vermeide ich das auch ganz gerne und habe deswegen entschieden, dass ich diese Offside doch lieber bleibe. Würde aber wahrscheinlich jeder das Punktziel mitnehmen, damit man sieht, dass dieser Selektor zu einem Sitz gehört. So. Ich möchte auf jeden Fall den ersten hier haben, also unbedingt diesen hier und nicht einen der anderen. Was ist denn grundsätzlich, wenn jetzt zum Beispiel in dem Fall der Platz, den du gewählt hast, nicht frei wäre und gar kein anderer Platz frei wäre, dann würde der Test doch fehlschlagen, oder nicht? Korrekt. Das ist tatsächlich der Grund, warum ich immer empfehle, dass die Daten für einen Test immer in dem Test nur für den einen Test erstellt werden und später wieder weggeräumt werden, damit man immer von einem Status ausgeht, der immer derselbe ist und auch immer wieder zu einem Status, der derselbe ist, zurückkehrt. Das hat auch den Vorteil, dass die Tests random, also in der random Order laufen können und man dadurch die Tests auch wirklich kapselt und keine Störfaktoren oder Seiteneffekte von anderen Tests mit reinbekommt. Okay, dann hättest du in dem Fall quasi einen Test, wo du versuchst, einen Platz zu buchen, der frei ist. Das würde dann erfolgreich sein, im besten Fall. Dann wäre der Test erfolgreich. Und dann würdest du versuchen, einen Platz zu buchen, der nicht verfügbar wäre. Und da würde der Test dann auch erfolgreich sein, weil es eben fehlschlägt, weil du erwartest, dass der Platz nicht buchbar ist. Genau. Tatsächlich habe ich solche Negativtests vorbereitet, wenn wir noch genügend Zeit haben. Ah, okay. Ja, umso besser, dass du drauf kommst, also es freut mich voll. Ramona, ich hoffe. Achso, ja, Entschuldigung. Was hält dich davon ab, jetzt einfach die Klasse Seats Available zu nehmen und zu sagen, ich nehme davon das erste Element, weil du willst ja einen buchbaren Platz haben. Und Ich möchte später gerne auch auf die anderen Typen testen, deswegen habe ich das dann nicht gemacht. Aber klar, wenn wir jetzt wirklich nur diesen ersten nehmen wollen, würde First zum Beispiel als Command funktionieren, das stimmt. Ich möchte aber halt hier jetzt gerade zeigen, wie man genau auf diesen einen Platz kommt. Und okay, gut. Ich habe mir ein bisschen angewöhnt, weil es eine Zeit lang bei den Shopware-Listings zum Beispiel war, dass die Reihenfolge der Einträge nicht festgelegt war und dadurch dann natürlich manchmal ein bisschen Flakiness aufgetaucht hat, weil man nicht genau sagen könnte, was ist jetzt der erste, zweite, dritte Eintrag. Habe ich mir angewöhnt, da wirklich ganz genau zu sein. Ist in dem Sinne auch ein bisschen ja Angewohnheit, aber im Endeffekt ist man sich so sicher, dass man auch wirklich den Platz bekommt, den man haben möchte. Alles klar. Alles gut. Dann gehen wir mal dabei und versuchen, diesen hier wirklich zu buchen. Dafür öffnen wir ja gleich dieses Modal hier. Was auch eine interessante Sache ist. Also, dass es ein Modal ist, merkt euch das einmal ganz kurz. So, gehen wir wieder zurück. Ich hoffe, ich habe das jetzt noch gescheit kopiert. Ach, wenn man Linux gewöhnt ist und auf dem Mac arbeitet, muss ich mich jetzt umgewöhnen tatsächlich. So. Wir klicken dann den Platz und dann öffnet sich hier ein Modal. Gehen wir mal wieder zurück und schauen, wie das Modal aussieht. So, ich möchte, bevor ich den Platz buche, auf jeden Fall sicherstellen, dass er auch wirklich frei ist. Und um das zu tun, überlege ich, wo ich eine Session hingeben kann, damit ich da auch wirklich sicher gehen kann. Dann lass uns mal für heute hier dieses Frei-Label benutzen. Also, dass der Test failen wird, wenn hier nicht frei, also belegt oder so drin steht. Der Selektor hier ist Occupied Display. Und danach müssen wir auf Buchen klicken und dann sollte der Platz gebucht sein. Okay. Gehen wir wieder zurück und schreiben uns das genauso hin. Wieder unser alter bekannter Get. CSE. Den CSS-Selektor. Und dann benutzen wir meine liebste Art und Weise, Assertions zu schreiben, den Should-Command. Cypress Assertions basieren auf der Chai-Library. Somit sind diese Ketten Expect Elements to be visible oder to be disabled auch möglich zu benutzen bei Cypress, aber ich finde diese Art und Weise schöner lesbar und etwas kürzer, deswegen bevorzuge ich sie meist. Ist aber in dem Sinne eigentlich nur persönlicher Geschmack. Und dann gehen wir ins Buchen, cmi.get. Das war Modalfutter, also das hatte ich mir jetzt gemerkt. Hiermit schließe ich aus, dass es noch irgendwo anders einen Primary-Button gibt, der sonst geklickt werden könnte. So. Okay. Und dann
Schauen wir mal, ob ich hier Richtiges erzählt habe. Loggt sich wieder ein und bucht. Und wie wir hier sehen, ist es jetzt rot. Der Platz ist gebucht. Und auch unter den Buchungen ist jetzt die Buchung, also die Platzbuchung hier vorhanden. Und das möchte ich auch nochmal sicher gehen, ob hier wirklich eine Buchung vorhanden ist. Das heißt, ich gucke hier, okay, ich möchte auf meine Buchung klicken. Ich gehe jetzt einfach mal für die Schnelligkeit davon aus, dass das meine Buchung sonst nirgendwo als Text vorkommt und schaue, ob der Arbeitsplatz mit der Nummer 5 in den Buchungen vorkommt. Das heißt, hier. Hier ist tatsächlich wieder also so ein Selektor, den ich leider nicht durchlassen würde, aber ich hatte sonst über die DevTools auch gerade nichts Besseres gefunden. Von daher soll das für heute da sein, aber wenn es geht, in dem Fall würde ich zum Beispiel hingehen und in dem Listing eigene Klassen hinzufügen, die mir quasi Eintrag 1, Eintrag 2, Eintrag 3 in den Spalten geben würden, um wirklich sicher zu gehen, dass ich auch da ende, wo ich hin will. Okay. Also falls ihr bei Shopware mal irgendwie Data Grid Row --0 seht, wisst ihr genau, worum es da steht. So, CY contains, wieder um den String zu finden, meine Buchungen. Und klick. Und dann gehen wir prüfen, ob die 5 wirklich vorhanden ist. So. Ich glaube, mir ist gerade noch was aufgefallen. Gehen mal eben zurück. Vielleicht gibt es ja doch eine schönere Möglichkeit, das nachzugucken. Ich gehe mal eben in die Dev. Ja, genau, jetzt kommt natürlich ein Syntaxfehler, weil ich es noch nicht zu Ende geschrieben habe. Dann kommentiere ich das mal eben aus, einfach damit wir das in Ruhe nachschauen können. Und yep, das ist jetzt normal, weil er noch gebucht ist. Haben wir ja gerade darüber geredet, dass wir die Sachen noch wieder wegnehmen müssen. Aber ich wollte eigentlich nur nach hier hin. Genau. Schauen wir hier in die DevTools und schauen, ob es wirklich noch was Besseres gibt. Denn ich will jetzt diesen Pseudo-Selektor nicht benutzen. Da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen mit. Deswegen gucke ich hier mal so ein bisschen durch und finde hier die Klasse BookingList. So, ich kopiere sie mal und suche darin hier mal. Und ich finde sie nur einmal wieder. Hier seht ihr 1 von 1. Also kann ich einfach mal in der gesamten Tabelle gucken, ob da die Nummer des Arbeitsplatzes vorkommt. Ist natürlich doof, wenn jetzt mehrere Etagen drin sind, aber einfach für das Beispiel würde ich das jetzt dabei belassen. Ich glaube, damit bin ich zufriedener. So. Nehmen wir das hier wieder weg. Gehen auf die Bookinglist. Und prüfen, ob da die 5 drin ist. Denn man kann das auch so schön zusammenschreiben, wie ich das jetzt hier gerade mache. Ja. Und damit wir das gleich nicht alles immer händisch wieder rausnehmen müssen, wäre ich auch ein Fan davon, dass wir das gemeinsam wieder wegnehmen, bevor der Test wieder läuft, weil gleich wird er wieder failen. Ja, wie ihr seht, er findet hier, also er kann hier nicht klicken. Und ja, kommt nicht weiter. So. Abbrechen, meine Buchungen. Und hier muss ich leider wirklich auf den Pseudo-Selektor abgreifen. Da habe ich leider ein bisschen mehr geguckt. Deswegen gehen wir jetzt einmal hier so hin. Aber ja, ich benutze meist den Workaround, die Zeilen zu nummerieren. So. Somit löschen wir dann den letzten Eintrag raus. Einmal müssen wir das gleich händisch noch machen, damit, weil der ja noch vorhanden ist. Aber so schreiben wir das jetzt erstmal. Punkt, Klick. So. Kurz löschen, deswegen stoppe ich hier einmal, weil ich ungeduldig bin. So, und füllen den nochmal aus. Und dann sollte unser erster Test erfolgreich durchlaufen. Nee, tut's ja nicht. Sehen. Meine ich habe hier jetzt ein Fehler. Typo drin. Jupp, Spoiler.
So, ich wollte euch nämlich gerne eben zeigen, wie es aussieht, wenn hier ein Test, also ein Command failed. Ihr könnt es hier pinnen und seht dann in der Konsole eine komplette Auflistung über alles, was diesen von diesem Command betrifft. Wie man hier sieht, wie du schon richtig sagst, es ist ein Typo drin. Ich habe hier klein geschrieben. Und damit findet er natürlich den Text da nicht drin. Das könnt ihr hier mit allen möglichen Sachen machen. Es ist sogar noch interessanter, das mit Klicks zu machen. Ich nehme das mal raus. Hier. Seht ihr genau, wo ihr klickt und was danach passiert. Und dies ist auch dieses Zeitreisen, das Time Travel, dass ihr euch jeden einzelnen Status eurer Anwendung anschauen könnt. Alles, was passiert, jeden einzelnen Schritt. Das ist meiner Meinung nach echt teilweise ein Lebensretter, weil man so genau weiß, was in den Tests passiert, wenn sie failen. Okay, lass uns mal eben meinen Fehler korrigieren. So. Ich wechsle zurück und schauen wir mal, ob wir jetzt erfolgreich sind. Ah, ja, das ist natürlich klar, weil wir die Löschung nicht erreicht haben. So. Tatsächlich ein Grund, warum ich einen bestimmten Hook nicht ganz so gerne benutze, aber das bereden wir, wenn wir soweit sind. Okay, wir finden den nicht, weil ich schlecht getippt habe, wie es aussieht. Okay, denn ich habe den Punkt nicht weggemacht. Gehen wir wieder zurück und nehmen den Punkt weg. Speichere noch nicht, weil ich hier nochmal eben händisch löschen muss, beziehungsweise hat er jetzt trotzdem gespeichert, wahrscheinlich weil ich das falsch konfiguriert habe hier bei der neuen Installation. So. Jetzt aber. Zurück. Jetzt müsste es durchlaufen. Perfekt, wir haben zusammen unseren ersten Test geschrieben. Juhu! Aber wie ihr vielleicht gemerkt habt, war das jetzt gerade alles ein wenig hakelig und das sollte es nicht unbedingt sein. Wenn wir uns ein Beispiel angucken, ich gehe hier mal auf dieses Meine Buchungen. Wie ihr seht, ist das Modal noch da und es klickt so weiter. Scheinbar haben wir hier gerade Glück, dass wir gerade rechtzeitig waren. Wenn man hier sieht, nach dem Klick werden wir gescheit weitergeleitet und das Overlay ist weg. Aber es kann natürlich sein, dass das Overlay dafür sorgt, dass der Klick nicht durchgeht, wenn wir in einem blöden Zeitpunkt diesen Klick durchführen. Und dadurch kann es sein, dass ab und zu mal wieder der Test failt und ab und zu durchläuft. Und genau das wollen wir eben nicht. Und damit würde ich sagen, dass der Test, den wir gerade geschrieben haben, noch nicht so perfekt ist, wie wir ihn vielleicht machen könnten. Und deswegen schauen wir mal, was können wir an dem Test verbessern. So. Was mir als erstes auffällt, ist, dass wir nicht wirklich Rücksicht darauf nehmen, was unsere Oberfläche tut, außer wir benutzen hier jetzt eine kleine Assertion, zum Beispiel hier. Das sollten wir häufiger machen, denn diese Assertions sind sehr gut dazu geeignet, Änderungen in der UI abzuwarten und wirklich nur dann vorzufahren, wenn die Anwendung, die Software auch wirklich bereit dazu ist. Lass uns einmal hier mit dem Login anfangen. So, ich gehe mal hier wieder zurück. Pin das einmal an. Ich möchte gerne schauen, dass dieses Formular erst vorhanden ist, bevor wir hier irgendwas anderes machen. Ich nehme die Highlights mal raus, damit wir hier besser untersuchen können. Und schaue, ob ich das Formular finde. Ah, da haben wir es. Und es hat auch schon eine Klasse, UserForm. Ich kopiere sie mal und schaue, ob sie einzigartig ist. Hier kommt jetzt noch einmal was vor, weil es in den Styles drin ist. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wichtig ist, dass es in dem DOM noch einmal vorkommt und das ist soweit so. Okidoki. Deswegen würde ich jetzt erstmal in den Test einbauen, dass wir warten, bis dieses Formular sichtbar ist. Ich mag es zu schauen, ob etwas sichtbar ist, weil der Kunde es auch genauso sehen würde. Denn wir wollen ja versuchen, mit unseren End-to-End-Tests so nah wie möglich an das Verhalten des Kunden ranzukommen. So, UserForm als Selektor. Und dann meine Lieblings-Assertion should be.visible, dass etwas sichtbar ist. So. Schauen wir mal weiter. Wo ist das noch wichtig zu wissen?
Ja, ein Syntax-Error ist natürlich nicht unbedingt das Beste. Also richtig schreiben wäre von Vorteil. So, nehmen wir mal rüber. Und ich setze mal ein kleines Pause bei dem Modal, weil ich mich ja gerade über das Modal ein bisschen beschwert habe. Das Pause ist tatsächlich zum Debuggen sehr praktisch, weil es dann den Test anhält an der Stelle, wo man will, dass der Test anhält. So. Jetzt ist der gestoppt und wir können wieder ein bisschen gucken. Leider ist in der Testdurchführung der Selector Playground nicht zur Verfügung, aber die DevTools, und von daher kommen wir so auch an die Selektoren, die wir haben wollen. Ich möchte warten, bis das Modal da ist. Was benutzen wir? Wir könnten den Header benutzen, können den Container benutzen, den Footer benutzen, aber ich denke, der Container ist durchaus eine Möglichkeit zu schauen, dass das Modal da ist. Okay. Wechseln wir zurück in die IDE und machen das genauso. CYGET Modal Container. Ey. Modal Container. Should be visible. Ich möchte hier auf das Contains umändern, damit wir sicher sind, dass da auch wirklich frei steht. Weil wir zweimal so eine Visible-Sache nicht brauchen. Und wenn wir später auf den Button geklickt haben, um die Buchung durchzuführen, möchte ich, dass wir sicher gehen, dass das auch wieder verschwindet, das Modal, damit es nicht irgendwo im Weg hängt, wenn wir weiterarbeiten. Also not exist. Somit wartet Cypress, bis wirklich das Modal geschlossen ist und geht dann erst auf die Buchung weiter. Kann man sonst noch etwas gut abprüfen an der Punkt? Ich glaube, damit sind wir ein wenig sicherer. Wir könnten jetzt noch hingehen und sagen, okay, wir wollen jetzt noch warten, dass die Firma, die wir auswählen, auch wirklich die der Basecom ist. Also man kann hier wirklich sehr, sehr viel hochgehen, je nachdem, wie viel man selber in dem Test abbilden möchte. Aber das ist einfach so, wie man das gerne haben möchte. Also das, was hier in die Assertions reinkommt, wird failen, wenn es nicht zutrifft. So. Ich habe mir eben den Namen kopiert. Und jetzt schauen wir mal, ob das alles so läuft, wie ich es mir das vorstelle. So. Ja, es ist auf jeden Fall durchgelaufen. Und wenn wir uns jetzt hier ein bisschen anschauen, wird wirklich gewartet, bis alle Modalfenster weg sind. Und somit ist uns das nicht im Weg und wir haben unseren Test ein bisschen stabiler gemacht. Alles klar, was könnten wir noch schöner machen, wenn wir zum Beispiel an Wartbarkeit denken? Man kann ja in so eine Datei mehrere Tests reinschreiben. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt einen freien Desk buchen, wir wollen jetzt einen besetzten Desk buchen oder wir wollen drei Desks buchen, irgendwie sowas. Und dann will man ja nicht immer so Sachen, die man weiß, okay, die will ich ja immer wieder tun, will man ja nicht in jedem Test stehen haben. Und dafür kann man sehr, sehr schön die Lifecycle-Hooks von Cypress benutzen. Es gibt dort Before, der wird quasi vor dem Describe ausgeführt, also vor jeder Test-Suite, vor jeder Testdatei. Es gibt Before Each, das wird vor jedem einzelnen Test durchgeführt, also hier in dem It. Und dasselbe nochmal nach dem Test, also After Each und After. Und ich benutze diese Hooks zum Beispiel sehr, sehr gerne, um Testdaten vorher anzulegen, das Login durchzuführen. Ja, alle die Sachen, die wir für den Test brauchen, die aber streng genommen eigentlich nicht zu dem Workflow gehören, den wir testen. Weil es ist jetzt nicht unerheblich für das Buchen eines Schreibtisches, eines Arbeitsplatzes, dass man eingeloggt ist. Das ist eine Voraussetzung. Aber es ist im Endeffekt ja nicht der Workflow, den wir testen wollen. Ich kapsel immer gerne einen sehr hat definierten Workflow und der sehr abgegrenzt ist, damit man genau sieht, okay, dieser Test failed, das ist genau an dieser Stelle. Okay. Also dieses Visit werden wir im Endeffekt für jeden Test brauchen. Also ziehe ich das hier hoch. Und das Einloggen werden wir im Endeffekt auch immer brauchen. So. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eigentlich immer in jedem Test eine Buchung wegnehmen wollen, müssen, weil sie sonst irgendwo rumfliegen, kann man das in den After Each Hook packen. Mit den After Hooks sollten wir aber tatsächlich ein wenig vorsichtig sein. Da sagt Cypress selbst, dass es
ein Best Practice ist, diese Sachen nicht zu nutzen. Denn wie wir gerade gesehen haben, wenn man den, also ganz stumpf gesagt, wenn man den Testrunner schließt, dann kommt man nicht unbedingt an diesen After-E-Choke ran, wenn man das mitten in der Testausführung macht oder wenn man ein Worst Case in der CI auftritt und einem der Container weghaut oder sowas, kann es sein, dass dieses hier nicht ausgeführt wird und dann bleiben tatsächlich Testdaten übrig, was sehr böse sein kann, denn alle Testdaten, die übrig bleiben, könnten andere Tests beeinflussen und damit hätten wir wieder Flakiness. So. Für ein Beispiel lasse ich ihn aber trotzdem jetzt erstmal kurz drin. Schaue, ob wir nichts kaputt gebaut haben. Es wird jetzt hier in dem Before angezeigt und hier im After Hook. Genau. Okay. Eine Kleinigkeit, die nicht ganz so klein ist, aber sehr nützlich, würde ich trotzdem noch empfehlen, wenn man Tests versucht, schöner wartbar und schöner lesbar zu machen. Solche Sachen wie ein Login wird man ja auch in anderen Dateien wahrscheinlich gebrauchen. Das sind ja so Schritte, die hat man ja eigentlich fast immer. Genauso wie das Löschen vielleicht von Buchungen und so weiter. Und dafür würde ich Cypress Commands nutzen. Ich habe das schon mal vorbereitet aus Zeit. Aber im Endeffekt sind es dieselben Schritte, die wir auch gerade geschrieben haben, nur in so einem Block eingebaut. Also die werden den Commands von Cypress hinzugefügt. Wenn man hier Kommentare schreibt, richtig schöne, kann man auch Autocompletion bekommen. Das habe ich hier scheinbar vergessen. Aber das geht auf jeden Fall auch. Und ja, im Endeffekt kann man sie dann über das ganze Projekt benutzen, was sehr, sehr praktisch ist für solche wiederkehrenden Schritte. Das heißt, ich benutze CY-Login, übergebe den User und das Passwort und kann den Rest dann wegnehmen. Oh, ich habe das gerade an der falschen Stelle gemacht. So. Das kommt natürlich hier hin als Parameter. Und dann kann man das wegnehmen. Spart uns auch einige Zeilen an Code und vor allem auch ein Duplicate. Wenn wir an Clean Code denken, finde ich das schon sehr wichtig. Dasselbe kann man hier dann auch mit dem CY. Ich bin mal ein bisschen faul und kopiere hier das Remove Booking, weil ich gerade noch keine Autocompletion habe. Und ich möchte die fünfte weg haben. Also die Position, die hier angegeben wird. Und dann können wir den Rest hier wegnehmen. Oder schauen wir mal, ob das wirklich so stimmt. Okay. Sollte jetzt noch so durchlaufen wie vorher auch. Und nein, jetzt haben wir was falsch gemacht. Schauen wir mal. Wahrscheinlich habe ich die falsche Nummer rübergegeben. Ja. Command, hattest du die Position zwar drin, aber da war trotzdem die 5 Hardcore gesetzt. Genau, es muss eigentlich die erste Reihe sein, da habe ich mich tatsächlich gerade ein wenig vertan. So, schauen wir mal. Jetzt dürfte es wieder durchlaufen. Wahrscheinlich nicht, weil wir, wie gerade gesagt haben, den Hook nicht erreicht haben. Und ich habe jetzt blöderweise auf Neustart gedrückt, obwohl ich eigentlich auf Stop drücken wollte. So, müssen wir sie wieder wegmachen. Deswegen ist es eine Best Practice, einmal alle Daten der Tests im Vorhinein wegzuräumen. Wenn ihr da Interesse habt, kann ich euch das mal bei Shopware zeigen, aber das würde ich hier, also so eine komplette Cleanup-Routine zu schreiben, ist hier, glaube ich, ein wenig zu viel oder vielleicht ein Thema für einen weiteren Talk. So, jetzt ist es wieder grün. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen hübschen Test, aber wir können hier tatsächlich noch ein bisschen mehr machen, denn es gibt meine Lieblingsart und Weise, auf Veränderungen in der Application zu warten, und zwar das Warten auf API-Requests. Cypress bietet sehr, sehr viele Arten und Weisen, mit Netzwerksachen zu arbeiten. Ihr könnt sogar komplette Responses stubben und mocken, was sehr, sehr mächtig ist. Also ihr könntet theoretisch auch über Cypress API-Testing machen. Ich benutze das aber die meiste Zeit, um eine erfolgreiche Antwort abzuwarten und so weiter. Und das gibt halt ein sehr, sehr zeiteffizientes Warten, weil ihr dadurch natürlich genau wisst, wenn zum Beispiel Daten wiederkommen und so weiter. Und da ihr sicher seid, dass die Daten da sind, ist es auch recht stabil.
Das wird gemacht in dem Cypress Intercept. Die Leute, die bei der Symphony World waren, werden jetzt einen kleinen Unterschied hier sehen, denn das wurde in der aktuellen Version abgeändert. Also die alte CY Root und CY Server Commands sind deprecated, deswegen benutzt lieber das Intercept. So, ihr gebt da ein Objekt rein. So, ein Objekt, in dem ihr euren Request definiert. Welchen Request wollen wir denn in unserem Workflow am besten testen? Also ich wäre dafür, dass wir den Request anschauen, der die Buchung auch wirklich setzt. Ich kommentiere das immer eben aus, damit unser Test jetzt gleich nicht meckert. So. Dann müsst ihr jetzt trotzdem noch durchlaufen, wenn ich nicht alles anderes wieder kaputt gemacht habe. Yep. Dann suchen wir ihn mal. Wo machen wir die Buchung? Hier mit einem Klick. Und dann finden wir hier diesen Post-Request, API Bookings. Ich markiere ihn mal. Hier sehen wir den Status, wenn der Request gefeuert wird. Hier ist die Response, da passiert noch nicht viel. Wahrscheinlich, weil die UI noch hinterherkommen muss. Aber wenn wir jetzt auf Untersuchen gehen, können wir auch alle möglichen Informationen zum Request ausgeben. Also welche Methode, welcher Status zurückgekommen ist. Request selber angucken, auch mit den ganzen Headern, die man vielleicht brauchen kann. Selbe mit Response, mit dem XHR. Alles, was wir brauchen, können wir hier eigentlich ansehen, was auch generell zum Debuggen von Fehlern sehr, sehr praktisch ist. Hier sehen wir die URL. Ich kopiere sie mal. Und wir müssen uns merken, welche Method benutzt wird, also Post. Das definiere ich dann nämlich hier nochmal. Ups. Ach, ich tippe das einfach neu. So. CY Intercept. Method Post. Und URL. Die folgende. Wir können die Base-URL wieder abkürzen, weil die vorher geprefixt wird. Daher müsste das so reichen, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und damit Cypress diesen Request taggen, also entdecken kann und wir ihn auch später im Log sehen können, vergebe ich einen Alias. Nennen wir ihn mal Booking Creation Check oder sowas, aber das könnt ihr frei benennen, so wie ihr das möchtet. Okay, dann wollen wir irgendwo darauf achten, dass er auch wirklich erfolgreich zurückkommt. Das würde ich hier nach dem Klick machen, weil danach wird ja die Buchung angelegt, also hier. Und ich benutze den Comment Wait. Das ist wie ein Sleep, nur dass man das auf verschiedene Sachen, ich sag mal, nehmen kann. Auch mit festen Millisekunden, aber bitte macht das nicht. Das kann sehr schön schief gehen. Oder wenn ihr es macht, habt bitte einen guten Grund dafür. Booking Creation Check wieder. Also das heißt, an dieser Stelle wartet Cypress, bis eine Response auf diesen API-Request wiederkommt. Aber Vorsicht, wenn ihr das nur so macht, wartet zwar Cypress auf die Response, guckt aber nicht, ob die Response in Ordnung ist. Also in diesem Status würdet ihr übersehen, wenn 400er oder 500er zurückkommt. Und das wollen wir ja auch nicht. Deswegen packe ich noch eine Assertion dran. Ich möchte, dass von der Response der Statuscode 201 ist, also created. Ah, das darf kein String sein. So. Okay. Das müsste so... Ach ja, stimmt. Der Schema fehlt. Ich möchte, dass das gleich 201 ist, natürlich. Also könnt ihr da auch noch mehr prüfen, wenn ihr das möchtet. So, das sieht doch richtig aus. It's oder is? Es ist it's. Also das ist tatsächlich Cypress Syntax. Also so heißt der Command, der dafür benutzt wird. Man kann aber auch should benutzen oder auch quasi sich den Callback holen und darauf dann die Chai-Syntax benutzen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die man verwenden kann. Aber ich finde es so relativ schön zu lesen. Aber wäre der Call in dem Beispiel jetzt nicht eigentlich obsolet, weil wir ja weil wir danach quasi noch den entfernen, wenn wir den nicht entfernen können, tritt ja ein Fehler auf? Oder
weil wir das vorne in die After Each gepackt haben, wird das nicht als Fehler gekennzeichnet werden. Es würde als Fehler gekennzeichnet werden, aber es würde anders gelockt werden. Das ist tatsächlich etwas unbequem, wenn man Hooks benutzt. Das kenne ich vor allem, wenn man mit dem Before Hooks arbeitet. Ich habe hier tatsächlich einen also Siege vergessen. So. Von daher, wenn es zu dem Workflow gehören kann, mit dem ihr arbeitet, könnt ihr das ruhig in den Test mit reinnehmen. Aber sobald es irgendwas, ich sag mal, anderes ist als das Hinzufügen einer Buchung, dann ist das doof. Okay, aber hätten wir jetzt das aus, also das Remove Booking, hätten wir das jetzt im Test selber drin, bräuchten wir den API-Check eigentlich nicht unbedingt, weil wir ja schon wüssten, wenn am Ende die nicht löschbar ist, wurde die auch nicht angelegt. Ja, das kann man auch so sehen, genau. Okay. Ich wollte jetzt gerne hier ein Beispiel für. Ja, klar. Nee, reinnehmen. Ich wollte wissen, ob das da einen Unterschied irgendwie im Test macht, aber okay. Nee, ist nur Logging tatsächlich. Okay, schauen wir mal, dass ich euch hier keinen Mist erzählt habe. Ich mache hier das nochmal zu, damit man besser sehen kann. Aber wir kamen wahrscheinlich gerade noch nicht so weit. Eben wieder löschen. So. Okay, hier ist was schiefgegangen. Es kam kein 201 wieder, weil er hier zwar den kommen hat. Müssen wir mal sehen, was hier gerade schief gegangen ist. So. Command it, supply to an object as the options argument. Das ist ein wenig seltsam gerade. Ansonsten benutze ich gleich mal was anderes. So, mal sehen. See why it's response status code. Das müsste eigentlich passen. Könnte sein, dass du das vielleicht ohne Anführungszeichen schreiben musst, dass er das quasi als Object selber benutzt. Ich kann auch sonst noch mal ins Beispiel gucken. Also eigentlich müsste das sogar funktionieren. Ich weiß gerade nicht genau, welchen Fehler ich gerade gemacht habe. Ich nehme mal eben das mit rüber, um es vergleichen zu können. Es ist mal wieder mal schön, dass es genau in der Generalprobe gut geht, aber hier nicht. Das ist so typisch ich. Gucken wir mal. Na, du holst mit its nur das Objekt und machst hinterher den Vergleich separat mit einem Schutt. Ah, ja, ich habe es gefunden. Gut aufgepasst. So. Ich finde, das war sehr cool, dass du hier Live-Coding machst. Das ist nicht selbstverständlich. Das Witzige ist halt auch, dass ich auf Shopware haben wir im Moment Cypress 5 gehabt, weil so eine große Testsuite wieder umzuziehen und alles zu migrieren dauert halt ein bisschen. Deswegen bin ich tatsächlich mit dem Intercept noch nicht ganz so gewohnt. Und dadurch, dass sie Intercept benutzen, hat sich die Ausgabe vom Wait verändert. Und deswegen ist das tatsächlich, habe ich das erst diese Woche quasi angefangen umzuziehen. Deswegen tatsächlich eine kleine Challenge. Der Vorteil ist, das wirst du jetzt nie wieder vergessen. Ja, das stimmt. Aber gut, solche Sachen passieren halt. Aber jetzt müsste es auf jeden Fall passen. Früher brauchte man das nämlich nicht so zu machen. So. Hier wird wahrscheinlich gleich nochmal wieder fehlen, weil die Buchung noch drin ist und wir noch nicht so weit gekommen sind. Hihi. Das ist ein schönes Beispiel, um zu zeigen, warum man Anti-Pattern nicht einfach so nutzen muss, auch wenn es schnell geht. Ja, und jetzt geht's durch. Wenn ihr hier seht, findet ihr hier den Request. Also hier ist der Request, hier ist die Response. Die wird getaggt. Darauf wartet Cypress und vergleicht, ob es wirklich der richtige Fehlercode ist. So. Und ihr seht, das Assert sieht, es kam 201 an. 201 war erwartet. Alles schön. Ich finde das wirklich cool, dass man sich hier alles angeben kann von den Requests und den Responses und so weiter. Das hat mir auch schon einige Male echt viel gerettet, wenn ich am Debuggen war. Okay. Also ich denke, wir haben einen recht guten Job gemacht und einen sehr, sehr schönen Test geschrieben. Und somit gehe ich einmal weiter. So. Wie ihr jetzt gerade seht, wenn ihr ein wenig JavaScript lesen könnt, ist die Lernkurve gar nicht mal so schlimm, wenn es um Cypress geht. Also sie ist relativ flach. Und auch von der Cypress-Perspektive, wie ihr gerade gesehen habt, müsst ihr nicht viel extra lernen. Also ihr müsst keine große Extra-Runde laufen, wenn ihr mit Symfony arbeitet. Also das funktioniert out of the box.
Was ich auch sehr, sehr schätze an Cypress ist, dass dieser Testrunner Open Source ist. Das heißt, ihr könnt es benutzen, ohne dafür zahlen zu müssen. Soweit ich das weiß, ist nur das Dashboard von denen kostenpflichtig. Also wenn ihr die Tests von denen auswerten möchtet und Metriken haben wollt und so weiter, das kostet tatsächlich. Wobei es für kleine Projekte auch einen kostenlosen Plan gibt. Aber im Endeffekt, wenn ihr eine CI habt und Coverage und so weiter selber übernehmen wollt, dann braucht ihr dafür kein bisschen zu zahlen. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass Cypress eine gute und wachsende Community hat, was dazu führt, dass sehr, sehr gute Ressourcen da ist. Die Dokumentation von Cypress ist einer der besten, die ich bisher gesehen habe. Und es gibt auch sehr viele Kurse, mit denen man relativ schnell fit wird. Was auch sehr gut ist, dadurch, dass Cypress Open Source ist, dass es sehr viele Plugins gibt. Also ich verwende zum Beispiel zusätzliche Commands, wie zum Beispiel einen nativen File-Upload, also als würde man wirkliche Betriebssystemfunktionen benutzen, um Dinge hochzuladen, bis hin zu kompletter Visual Testing Integration. Das heißt, wenn ihr ein Percy, ein Editors oder auch kostenlose Open-Source-Sachen für so einen Screenshot-Vergleich haben wollt, werdet ihr fündig. Also Percy zum Beispiel nimmt die Screenshots von dem vorherigen Bild und vergleicht sie mit den Screenshots des jetzigen Bildes und somit werden auch Styling-Änderungen und so weiter abgefangen. Müsstet ihr dann freigeben, wenn sie richtig sind oder halt nicht. Speaking of GitHub, ich habe die Beispiele hier alle auf GitHub gestellt, also falls ihr euch die nochmal angucken wollt oder Feedback habt oder darauf aufbauen, die irgendwas machen wollt, feel free, also nehmt euch die gerne mit und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie darstellen oder auch direkt jetzt gleich hier oder in Twitter oder wo auch immer. Und ja, im Endeffekt bleibt mir da nichts mehr anderes übrig, als Danke zu sagen. Danke, dass ihr so geduldig zugehört habt und auch meine verpeilte Vorstellung gerne ein bisschen mitgeguckt habt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, sagt mir die ganze Zeit Bescheid. Und ja, im Endeffekt, vielen Dank euch.